Hi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Start-Stop-System oder auch Stop-and-Go-System genannt. Was ist der Grund für so ein Start-Stop-System? Gedacht ist das Ganze, um Kraftstoff zu sparen, indem der Motor an der Ampel abgestellt wird oder auch um die Abgase zu verringern. Wie funktioniert das Ganze? Also hier beim Automatik folgendermaßen. Wenn ich an die Ampel fahre und drücke das Bremspedal runter, geht der Motor aus. Nach ca. einer halben Sekunde. Lasse ich das Bremspedal los, springt er wieder an. Beim Schaltgetriebe geht das Ganze ähnlich. Ich bremse einfach ab in den Stillstand, bringe den Schalthebel in die Neutralposition und der Motor geht aus. Betätige ich die Kupplung wieder zum Schalten, springt der Motor an. Angewendet wird das System hauptsächlich bei Benzinmotoren. Bei Dieselmotoren findet es weniger Verwendung. Bei den Subaru-Dieselmodellen zum Beispiel überhaupt nicht. Bei den leistungsstärkeren Modellen, Benzinern, zum Beispiel den WX STI oder XD, wurde es auch weggelassen. Manchmal wird beim Stop-and-Go-System reklamiert, dass das Fahrzeug nicht richtig funktioniert. Beispielsweise, ich fahre an die Ampel hin, bremse runter bis zum Stillstand, das Fahrzeug geht aus und nach ca. 5 bis 10 Sekunden springt das Auto wieder an. Das kann hier bei einer schwachen Batterie die Folge sein. Also zum Beispiel, wenn zu wenig gefahren wurde, jetzt an den Feiertagen, zu Weihnachten, man benutzt das Auto wieder oder eventuell auch, wenn einfach die Batterie zu schwach ist und sie vielleicht erneuert werden sollte. Oft hilft aber auch schon eine längere Fahrt. Zum Beispiel, neulich hatte ich das Problem, ein Kunde hat das reklamiert, hat einen Termin ausgemacht und er hat eine längere Anfahrt. Ja, und bis er in der Werkstatt war und den Fehler vorführen wollte, arbeitet das System wieder optimal. Andere Sachen können zum Beispiel auch sein bei niedriger Außentemperatur oder wenn ihr einen Anhänger habt, also eine Anhängerkupplung verbaut und habt zum Beispiel hier so ein Adapterstück von 13 auf 7 polig verwendet, dann kann es einfach daran liegen, dass das Adapterstück stecken gelassen wurde und der Mikroschalter in der Anhängerkupplung auslöst, dass der Anhänger immer noch eben angehängt ist und dadurch wird das Stop-and-Go-System nicht mehr deaktiviert. Möglicherweise wäre auch zum Beispiel im Sommer das Ganze möglich, wenn die Klimaanlage stark runterkühlen muss, dann wird die Innenraumtemperatur, also die Kühlung, bevorzugt und der Motor wird angelassen, da er ja den Klimakompressor mit antreiben muss. In der kalten Jahreszeit kann es sein, dass das System auch nicht ausschaltet, wegen der Heizung dann eben. Wenn jetzt das Lenkrad eingeschlagen wird, dann wird das System auch nicht deaktiviert. Und weitere Möglichkeiten, wo das System auch nicht abschaltet, stelle ich euch in die Infobox. Jetzt sehen wir uns das Start-Stop-System auch noch kurz im Einsatz an. Und wenn wir jetzt hier auf die Bremse drücken, dann geht es gleich das Start-Stop-System an. Und ich sehe jetzt hier auch in der Anzeige hier den eingesparten Kraftstoff, die Zeit, in der das Start-Stop-System aktiv war. Sollte jetzt zum Beispiel die Bremse gelöst werden, springt das Auto wieder an. Hier haben wir den A-Schalter zum Deaktivieren oder zum Einschalten des Start-Stop-Systems. Normalerweise ist das System aktiv. Wenn ich jetzt den Knopf hier drücke und aufs Kombi-Instrument sehe, dann sehe ich das orangene A mit dem Kringel drumherum. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, ist das Start-Stop-System wieder aktiviert. So, das war's zur Erklärung zum Stop-and-Go-System. Dann wünsche ich euch jetzt noch schöne Weihnachtsfeiertage. Bis zum nächsten Video.